Das Stuttgarter Frühlingsfest ist auch heute wieder gut besucht. Auch das Zelt, in dem sich das Virus verbreitet hatte. Am frühen Abend bereits proppenvoll. Die Stimmung unbeschwert und ausgelassen. Die Quelle des Ausbruchs weiterhin unklar. Beim Gesundheitsamt schließt man zumindest das Essen und das Geschirr als Ursache aus. Es wird jemand aus der Besucherschaft gewesen sein, vielleicht auch von den Mitarbeitenden. Das werden wir letztlich vermutlich nicht ganz genau klären können, aber es ist eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Auch Besucher anderer Zelte hatten sich mit dem Norovirus angesteckt. Laut Gesundheitsamt ist ein Zusammenhang allerdings nicht erkennbar. Die Gäste auf dem Wasen sind verunsichert, wollen sich den Spaß aber nicht nehmen lassen. Wir sind abgehärtet und das Immunsystem würde schon durchhalten. Wir haben dafür gezahlt und deswegen wollen wir unseren Spaß auch haben. Selbstverständlich machen wir uns Sorgen. Wir haben das verfolgt, wir haben uns mit der Stadt Stuttgart in Verbindung gesetzt, mit dem Gesundheitsamt und sind dann schlussendlich zum Ergebnis gekommen, dass das Risiko überschaubar ist. Das schreckt mich nicht wirklich und wie gesagt, das war vor einer Woche, deswegen glaube ich, dass diese Woche alles safe ist. Sicher soll es auf dem Frühlingsfest inzwischen tatsächlich sein. Nach jetzigem Stand sieht es eher so aus, als ob das Infektionsgeschehen abnimmt. Auf dem Wasen selber, in den Festzelten, haben wir keine Übertragung mehr, die wir beobachten. Auch an diesem Wochenende werden wieder Tausende auf dem Cannstatter Wasen erwartet.